Willkommen wieder zu einer Runde. Hier, wie hieß das Spiel hier? Skywars auf dem Gommel-Server. Ich spiele heute mit irgendeinem Randy hier, wie ihr seht. Deswegen ist der hier heute einfach nur Randy dabei. Ist aber kein Problem. Irgendwie kriegen wir das gebacken. Der wird, glaube ich, schon irgendwie. Vielleicht weiß er ja, was er tut. Ich bräuchte. Verdammt, ich habe kein Eisen. Und auch kein Dia oder so. Das ist echt blöd. Das ist jetzt wirklich blöde. Ja, geh du mal rüber zu den Gegnern, während ich nicht meine Waffe habe. Ist kein Ding. Oh, Leute. So, ich brauche unbedingt eine Waffe. Ich mache mir vielleicht erstmal ein Steinschwert. Wenn ich überhaupt eine Waffe habe, während mein Kollege. Ich will einfach mal ich habe eine Eisenachse, ich gerade. Okay, dann kann ich ja. Dann gehe ich mal mit. Ich glaube, der ist schon tot. Bin jetzt schon auf mich allein gestellt wahrscheinlich. Attacke! Oh, das ist echt mein, das ist mein Kollege, Mann. Er hat überlebt. Okay. In ihm scheint doch mehr zu stecken, als man vermutet. So. Oh, danke. Oh, oh. Ja, mehr, ich brauche nicht den ganzen Müll, ne? So, aber vielen Dank. Ich wollte eigentlich ein bisschen was so erzählen, so dazu komme ich gerade irgendwie nicht. Weil ich so verwirrt war. Nehmen wir mal alles mit. Heute, Leute, spiele ich wie gesagt Skywars. Es ist gerade sehr früh morgens, ungefähr. Es ist kurz vor 9 Uhr morgens und da ist der Server noch nicht so voll. Deswegen ist gerade irgendwie nur Skywars offen. Eigentlich wollte ich was anderes bringen als jetzt immer Skywars. Aber naja. Einmal wollte ich mich eigentlich auch bedanken für das Feedback aktuell, das ihr so da lässt. Ah, ich muss ja erstmal die Waffe bauen. So. Stick. Zack. Bam. So. Rein dann mit dem Lex. Nice. Nimm mit. Okay. Uns geht's gut. Hat er verzaubert? Ja, hat verzaubert mit Rückschuss und Schärfe, genau wie ich wollte. Aktuell, wie gesagt, habe ich bin ich ganz zufrieden mit dem Feedback von euch, wie ihr das so findet, wenn ich die Folgen wieder so ein bisschen mehr bearbeite. Und ich sehe es auch an den Daumen, wie gesagt. Ich sage es nicht immer zum Spaß oder einfach nur so. Man sieht halt anhand der Daumen, die die Leute da lassen, die jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden sind, wieder, seitdem ich das so ein bisschen bearbeite, dass das, was man macht, auch gut ankommt. Und das sehe ich in den Kommentaren und anhand den Daumen aktuell sehr gut. Und das freut mich sehr. Also wirklich. Mich freut das. Das ist halt schönes Feedback, ne? Er macht jetzt alles alleine. Eigentlich renne ich ihm nur hinterher. Ist auch ein bisschen blöd. Ich gehe mal rüber. Ich will jetzt auch noch was töten gehen, bevor hier der Tag vorbei ist. Ja, mach mal dein Ding. Ich will auch noch was töten gehen. So, bau noch weiter. Schneller. Wir haben zwei Enderperlen, deswegen. Ich gehe da mal schnell rüber. So, endlich mal Kills. Ich dachte schon heute, ich kriege keine mehr. War schon ein bisschen emotional berührt. Da haben wir einen Kompass? Nö. Ah, da liegt einer. Ha! Gib mir den Kompass, danke. Dem noch zwei andere, wahrscheinlich. Aber wo sollen die sein? Ja, aktuell hänge ich ja wieder auch eine andere, oft noch eine Runde ran, aktuell. Sind die Folgen ja wieder ein bisschen länger gestaltet, auch von der, weil ich ja, dass wenn eine Runde vorbei ist, direkt endlich cutte. Aber was ich nie verstehen werde, was nie in meinen Kopf geht, immer, wenn ich cutte oder sterbe, schalten Leute ab. Und das verstehe ich halt nicht, warum man das macht. Ich meine, ist das dann irgendwie so uninteressant, sage ich mal? Haben die Leute dann einfach keinen Bock mehr? Denken sich so, ja, fuck it. Was soll ich mir noch eine Folge reingeben? Hä? Reicht nicht in der Runde? Keine Ahnung. Finde ich halt irgendwie merkwürdig. Auch wenn ich direkt cutte. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute dann entweder denken, oh, der ist jetzt tot. Voll der Noob. Oder, oh, die Runde ist vorbei. Dann kann ich ja jetzt die nächste, dann kann ich ja abschalten. Ist ja vorbei. Keine Ahnung. Was ist der
das fand ich gut, dass der Mimi das letztens angesprochen hat in seinem Video. Was viele Leute, glaube ich, immer wieder vergessen, dass man ja die Sachen guckt wegen der Person. Ne? Sage ich ja auch immer sehr oft. Und nicht wegen dem, okay, der macht jetzt, what's the fact? So, der macht jetzt Fakten. Und das muss er jetzt sein Leben lang machen, ne? So, nach dem Motto, ne? Aber ich gucke ja eine Person wegen der Person, wegen dem YouTuber. Und das ist eine Sache, die mittlerweile auf YouTube so ein bisschen komplett weg ist, die so in Vergessenheit geraten ist, kann man sagen, was ich halt mega schade finde. Ich hab einfach... Oh, ich hab noch TNT. Kann ich mich doch noch weiterbauen. Och, nö. Aber wir haben gewonnen. So, zweite Runde, zweites Glück. Zweites Runde, zweites Glück, der Deutsch. Bam, bam. Ich muss mich mal eben schnell beeilen. Ich will mal eben schnell schon mal mir eine... Oh. Mir fehlen natürlich ein bisschen Eisen dafür. Shit. Oh, Gott sei Dank, ich habe Eisen gefunden. Okay, jetzt muss ich aber schnell machen. Ich brauche unbedingt noch eine Waffe. Bam, 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 bam. Ja, habe ich ja gerade angesprochen. Und das finde ich halt schade. So dieses, mittlerweile, die Leute gucken den YouTuber, der macht Minecraft. Gucke ich nur Minecraft, ne? Aber ich mache zum Beispiel auch Uncharted und so. Und da sieht man halt diesen krassen Unterschied. Und das ist halt eine Sache, dass man mittlerweile halt... komplett wegen einer Sache definiert wird. Du machst eine Sache und musst für immer quasi diese Sache machen, so dumm es klingt. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. So. Und alles andere wird nicht akzeptiert auf dem Kanal. So, ne? Es ist ja nicht so, dass Minecraft mir keinen Spaß macht. Ne? Natürlich macht es mir Spaß, sonst würde ich damit nicht spielen oder so. Aber es ist halt auch scheiße, immer wegen einer Sache so hart definiert zu werden. Ne? Ist halt einfach Mock, muss man ja sagen. So. Machen wir mal wieder mit. Da ist kein Gegner. Dann gehen wir mal. Ach, der kommt schon rüber. Der kommt schon rüber. Natürlich könnte ich die Rüstung mega gut gebrauchen. Allerdings bin ich nicht in der Verfassung unbedingt, um die besten Kämpfe hier auszutragen. Von der Rüstung her. Deswegen warten wir kurz, bis er einmal rüber leucht. Ja, come on. So. Und dann gehen wir weiter. Vielleicht ist in seiner Base ja noch ein bisschen Diamanten da. Oh ja, das ist schön. Das ist nice. Ja, das ist halt eine Sache, die hat Mimi echt gut angesprochen. Und das fand ich echt ein schönes Video, weil er hat halt in den Punkten echt recht gehabt, weil viele YouTuber denken und sehen das so halt wie er, dass sie das halt, dieses Definieren scheiße finden. Und viele Leute gucken halt auch meine Videos, weil sie wissen, okay, neben der Sache, okay, der ist vielleicht ganz lustig, was viele aktuell sehr mögen. Die Leute mögen einfach mein Commentary dabei, die finden das sehr schön. Ne? Das freut mich natürlich mega, weil so soll es auch sein bei einem Let's Player. Ne? Und, wobei ich das jetzt nicht unbedingt Let's Play nenne, wenn du Minecraft Multiplayer zockst. Ah, Moment, da ist ein Typ. Hey. Habt ihr schon gesehen. Nur mal so, ne? Ich bin nicht blind. Und das ist natürlich das Commentary, da wichtig ist, das ist natürlich lustig, logisch. Aber viele gucken mich auch, weil sie halt Gameplay sehen wollen, sag ich mal. Die gucken dann und wir wollen irgendwie die besten, fabulösen Barbo-Runden sehen. Aber das ist eine Sache, die war nie mein Ziel. Mein Ziel war nie, der beste und geilste im PvP zu sein. Das ist eine Nebensache, die ich erfülle. Nein, Spaß. Das war wirklich halt nie mein Ziel. Wow, wow. Den habe ich eine Kombo gegeben. Das war schön. Das war richtig schön. Das war halt nie mein Ziel und ist auch noch immer nicht mein Ziel irgendwie. Aber trotzdem werde ich in dieser Hinsicht schon so definiert, was ich halt schade finde. Dementsprechend kommen auch immer irgendwelche Leute auf dem Kanal, die dich halt oder mich halt flamen. Ich bin besser als du. Ich bin auf jeden Fall viel besser als du. Du bist gar nicht so gut. Wo ich mir denke, ja, ich habe es auch nie behauptet oder sage es oder möchte es sein. Ich bin Unterhalter und mache das, worauf ich Lust habe. Das vergessen viele Menschen, glaube ich, da draußen. Ich mache keine PvP-Videos, um der Beste und Stärkste zu sein.
Ich mache sie, weil sie mir Spaß machen. Wir machen die Spielmodis einfach Spaß an sich. Da die Runden meistens, wie gesagt, anders ausfallen können. Da kann immer mal was anderes passieren. Der Gegner reagiert immer anders. Das ist PvP. Macht mir Spaß. Aber ich spiele es nicht, um der Beste zu sein. Ich spiele es immer noch, um dann dabei zu labern, lustige Runden zu haben oder so, um einfach zu unterhalten, was ich schon immer machen möchte und wollte. So. Und das ist halt eine Sache, finde ich halt schade, dass man das, diesen Aspekt oft mittlerweile auf YouTube einfach vergisst. Ja. Oh ja. Deswegen fange ich jetzt auch mittlerweile an, wenn ich zum Beispiel eine Runde direkt verloren habe, dass ich dann einen Cut setze und dann kommt die nächste Runde. Einfach, weil ich sage, fuck it. Ich will nicht immer nur die besten Scheißrunden haben. Ich will einfach, dass die Leute das Video enjoyen und es geil finden. So, vielleicht vom Commentary her. Ich meine, ich gucke ein Gommi-Video auch nicht, weil er gut im PvP ist. Oder so, ne? Bei Phasen ist es vielleicht so. Bei Phasen ist echt gut. Da gucken die meisten Leute, weil sie wissen, okay, der kann was. Aber ich, das war nie mein Stil. Ne? Das würde ich mache mir das auch Uncharted und so. Einfach weil, das ist zwar nicht jedermanns Sache, kann ich verstehen. Aber einfach weil mich das bockt. So. Ne? Minecraft bockt mir ja auch. So, sonst würde ich nicht spielen. Sei ich auch immer wieder. So. Ja, und mir fehlt zwar nur noch ein bisschen an Dia-Rüstung, aber ist mir eigentlich Rain. Wir werden ihn einfach runterschubsen. Das wird nicht das Problem sein. Dann haben wir die Runde auch gleich schon geschafft. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Viele sagen immer, du bist voll eingebildet, wenn du schon Tschüss sagst. Aber es steht so, ungünstig wird er stehen, dass ich ihn wahrscheinlich einfach runterschubsen werde. Und deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folgen gefallen, allgemein auch aktuell, wenn ich so rede, nebenbei sehr viel. Und ihr euch unterhalten fühlt oder einfach nur gerne zuhört, wie ich rede, kann ja sein, dass ihr da so ein Feti habt. Gerne eine Bewertung da lassen, einen Daumen hoch, würde mich freuen. Ich sehe es ja immer daran, ob was gut ankommt oder nicht. Und natürlich, ach verdammt, musst du jetzt kommen. Ich wollte gerade die Folge beenden, Mann. Oh, das ist aber eine komische Range. Geh mal rüber, mich helfen, Mann. Ja, da hat eine merkwürdige Range gehabt, ne? Also ein bisschen weit war sie, ne? Ich fand sie schon ein bisschen weit. Egal. Wollen wir mal niemanden beschuldigen. Bis zur nächsten Folge. Und bis dann. Und auf Wiedersehen.